Da bin ich wieder. In voller Erschrecken muss ich gerade feststellen, wir haben die Schreibmaschine sehr lange nicht mehr benutzt. Problem dabei ist, den Spaß mit der Hundepfeife haben wir jetzt wieder erst vor uns. Und zwar hier oben. Wir holen uns die Hundepfeife und holen uns mal wieder diesen Stein. Ich weiß halt immer noch nicht, was wir damit machen sollen. Vielleicht kommen wir da draußen dann hin. Weißt schon, hier oder hier würde ich gerne mal ausprobieren. Fakt ist allerdings, ja, jetzt müssen wir da halt erstmal wieder hoch. Gut, ich meine, hoch ist nicht das Problem, aber wir müssen dann halt auch den Hund erstmal wieder töten. Nachlässig, wie ich war, ich sollte einfach viel öfter speichern. Ich vergesse es jedes Mal und ich beschwere mich jedes Mal über mich selbst. So, müsste glaube ich hier lang sein, oder? Nee, falsche Richtung. Das ist da hinten. Dann nehmen wir hier mal die Pfeife. Jo, nehmen wir mit. Ja, weiß ich. Das haben wir inzwischen. Oh, jetzt komme ich auch näher ran und finde Munition. Wie nett. Da fragst du noch. Natürlich nehme ich das Magazin mit. War hier noch irgendwas? Ich glaube tatsächlich nicht. Ist der Raum jetzt abgeschlossen? Jetzt ist der Raum auch endlich abgeschlossen. Nice. Wenigstens das funktioniert. Das ist ja zumindest eine kleine Verbesserung im Vergleich zu vorher. So, hier komme ich ja noch nirgendwo raus, ne? Ich würde es gerne trotzdem nochmal probieren, obwohl ich weiß, dass es nichts bringt. Die Tür ist zu. Die wird sich jetzt auch nicht öffnen. Warte mal, ich kann aber. Kam ich nicht hier auch raus? Ich schaue gleich wieder auf die schlaue Karte. Ich sollte die sowieso viel öfter benutzen, weil ich sonst grundsätzlich gefühlt für dieses Spiel auch ein bisschen zu doof bin. Hier war das nicht, das mit dem Wappen? Ah ne, auch Rüstungssymbol. Irgendwo war doch eine Tür, wo es hieß, dass das Wappen da drauf steht. Auch Rüstungssymbol. Hier müssten wir jetzt, glaube ich, in diese Haupthalle kommen. Ich habe echt eigentlich gefühlt gar keinen Bock, diesen Hund nochmal ranzupfeifen. Ich meine, gut, zumindest weiß ich diesmal, worauf ich mich einlasse. Und wir müssen auch noch mehr alte Schlüssel finden. Warte, dann mache ich das diesmal aber wenigstens irgendwo, wo ich besser sehen kann. Waffe ist geladen. Ich habe Angst wie Sau. Hey. Warum trifft er den denn nicht einfach? Ja, natürlich. Und der frisst mich jetzt, der. Bewegt er sich nochmal? Ich meine, sicher, sicher, ne? Dieser Ehrenlose. Vor allem kommt da gleich ein zweiter. So. Hier würde ich mir mal kurz gönnen. Ach ja, kann ich gerade eigentlich gar nicht. Ach doch, ich kann es einfach verwenden. Okay, ich bin wieder gesund. Die Pfeife müsste, glaube ich, gleich
wenn ich durch die Tür gehe, wieder automatisch ablegen. Ja, hier, weg damit. Ich pfeife wirklich nie wieder nach dem Hund. Ich bin doch nicht irre. Also schon ein bisschen, ja, aber so doof bin ich mal ich. So, hier hinten waren wir noch nicht durch. Dann schauen wir uns da mal um. Laufe ich hier richtig? Ach, warte mal, ich laufe hier erstmal die Treppe runter, weil ich zufälligerweise aus sicherer Quelle weiß, dass ich da runter möchte. Weil da noch ein Versorgungsraum ist. So, habe ich dabei. Achso, ich muss natürlich genau in ihm drin stehen, vermutlich. Ja, gut, dann hiermit. So. Dann hat sich das erledigt. Und dann werde ich jetzt auf jeden Fall speichern. Weil ich sehr, sehr hart keine Lust habe. Eine alte Schreibmaschine. Achso, ja, Fahrtband. Habe ich. Sekunde. Das mit dem Hund will ich nicht nochmal machen. Ganz ehrlich. So, das hier kann ich außerdem gleich prüfen und auseinanderbasteln. Was auch immer ich mit dieser blöden Münze will. Da ist irgendwie wie ein Stein. Das hier ist gefühlte Rüstung. Das schaut aus wie das Griffstück von dem Schlüssel, was oben bei dem Typ da liegt. Bei der Falle. Heißt aber trotzdem nicht, dass ich das genauer rausfinden möchte. Wobei, warte mal, wenn ich jetzt speichere, es kann sein, dass wir gleich sterben. Es kann sein, dass ich gleich freiwillig sterbe, aber das muss ich ausprobieren. Scheiß drauf, wenn wir dabei sterben. Ich nehme nochmal diesen Schlüssel. Aktiviere die Falle und leg dann diese Münze einfach da rein. In der Hoffnung, dass das klappt. Und das mache ich auch jetzt direkt. Dann muss ich irgendwo hoch. Hier hinten komme ich, glaube ich, eh nicht durch. Und da war, denke ich, immer noch alles abgesperrt. Wir können ja mal schauen. Aber da werden wir wenig Glück haben. Rüstungssymbol. Und hier war, glaube ich, diese alte Tür, oder? Kann ich? Vielleicht könnte ich sogar mit dem Messer knacken. Weißt du, es steht da, dieses altmodische Schloss ist leicht zu knacken. Aber dass er irgendwie sagt, aufs Schloss schießen, um das eben aufzumachen. Nö. Raus trotzdem Schlüssel. So, was haben wir hier? Ich bin so orientierungslos. Was das angeht, bin ich wie eine Frau. Also jetzt, das ist jetzt kein Female Shaming. Versteht mich da nicht falsch, aber oh, warte mal, waren nicht hier gleich ein paar Freunde. War da nicht noch einer? Ich meine, gut, der Schuss hat gesessen, da habe ich Glück gehabt. Glaube ich. War das Glück oder war es Können? Wir hatten gespeichert, ne? Ich probiere es jetzt aus. Auch wenn ich große Angst habe.
Weißt du, aber schaut aus wie das hier. So wie das. Ich will den halt wenigstens ein bisschen anschauen. Habe ich irgendwas dabei, was ich mal... Oh, Mist, ich habe die Dinger... Oh, ich habe die Farbrollen aus Versehen drin gelassen. Ich lege die mal ab und dann probieren wir das. Oder warte. Kann ich das gezielt einfach austauschen, wenn ich mich jetzt hier hinstelle? Sagen wir mal. Das brauchen sie jetzt nicht, klar. Klar brauche ich das nicht. Klar. Achso, nee, da hinten waren zwar noch Türen. Hier so. Aber dafür fehlen mir noch Schlüssel. Überall Schlüssel. Weißt du, hier ist verlassen. Da kannst du die Türen auch offen lassen. Nein, ganz schlecht gerade. Ist er jetzt tot? Ist er jetzt? Ist er jetzt endgültig tot? Das ist wieder der komische Typ mit den Krallen. Ja, okay, jetzt läuft das Blut aus. Achso, kann ich sowieso nicht mitnehmen, ne? Wie schaut es denn hier aus? Ich glaube, so schlecht steht es um meine Gesundheit. Ja, nee, bin noch gesund. Alles gut. Das lief diesmal definitiv sehr viel besser als vorher. Da freue ich mich. So, die Krähen habe ich ja schon aufgeräumt. Mal kurz in irgendeinen Versorgungsraum. Wahrscheinlich war das auch nicht unbedingt der sinnvollste. Jo, ich muss nämlich sowieso die Treppe wieder hoch. Weil andersrum komme ich da gar nicht hin. Blöd. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob das mit dieser Münze wirklich das ist, was ich denke. Ob das funktioniert. Ich würde es mir zwar wünschen, aber ich bin mir relativ sicher, dass wir dabei einfach drauf gehen. Wobei ich trotzdem noch mal speichern würde. Wo muss ich denn eigentlich hin? Und hier ist auch noch nicht alles durch. Aus einem ganz einfachen Grund zwecks. Ja, wo muss ich denn jetzt hin? Ach so, ist glaube ich die Treppe hier, oder? Also ne, die hier vorne. Ist das dann die Tür? Ja. Damit der eine Zombie da weg ist. Der letzte gerade eben. Weil der ist eigentlich echt heavy. Und der hat mir beim letzten Mal ordentlich zugesetzt. Und das muss ja nicht unbedingt nochmal vorkommen. Der steht wieder auf. Okay, der steht nicht wieder auf. Hui. Verschlossen. Helmsymbol. Ich habe das Gefühl, je länger ich hier brauche, desto schlimmer wird's. Oder das war der, der vorne auf der Treppe lag. Da lag nämlich vorher noch eine Leiche. Aber war das nicht einer von den Zombies, die ich erschossen habe schon? Dachte ich zumindest. Ich meine, gut, ganz ehrlich, zur Not kriege ich die, glaube ich, auch nochmal gekillt. Ich muss es probieren. Ich muss rausfinden und ich will halt meine Farbbänder nicht verschwenden. Weil da haben wir gar nicht mehr so viele. Aber ich muss wissen,
Wobei, erst wollte ich eigentlich schauen, ob es für hier ist. Ich weiß nicht. Ich kann es ja ausprobieren. Wenn wir sterben, war es halt irgendwie blöd. Wenn es funktioniert, war es ein Geniestreich und ich habe das natürlich alles geplant. So. Orientierungslosigkeit da vorne. Oh Mann, ich. Ja, eigentlich will ich es nicht. Eigentlich möchte ich es wirklich nicht mal probieren. Ich habe Angst. Große, große Angst. Weil gefühlt bräuchte ich eigentlich irgendwas, um das Viech hier zu blockieren. Aber da komme ich halt auch nicht rein. Weil ich denke, dass ich von dem Raum aus das vielleicht stoppen kann. Ja, wobei, ich weiß es halt nicht. Ich probiere es aus. Vor allem ist es ein Hausschlüssel. Das hier ist auch Hausschlüssel. Kann ich den wenigstens vorher anschauen? Oh Mann, wir werden gleich sterben. Wir werden sowas von sterben. Okay, ich steck's wieder rein. Scheiß drauf. Das war auf jeden Fall noch nicht die Lösung. Das ist doch echt. Es ist zum Mäusemelken. Also diese Münze, die war es auf jeden Fall nicht. Ja, der Tod ist erst der Anfang. Oh Mann. Wie schaut es eigentlich mit meiner Gesundheit gerade aus? Gesund. Passt. Haben wir hier sonst irgendwas noch nicht abgeschlossen? Ich meine, gut, dieser ganze Flur ist noch nicht abgeschlossen. Was allerdings auch einfach an den Pflanzen liegen kann, die da noch sind. Die ist. Ah, Mist, immer dieses blöde Helmsymbol. Wir werden hier nie wieder rauskommen. Ich laufe schon seit Ewigkeiten völlig alleine rum. So, warte mal, die Tür führt auf den Balkon, die führt da raus. Das heißt, ich will auch hier raus. Es kommen also immer wieder mal welche dazu. Gut zu wissen. Heißt allerdings nicht, dass ich das auch gut finde. Ganz im Gegenteil eigentlich. Vor allem, wie die jetzt alle diese Riesenkrallen haben. Ja, hier geht's auf den Balkon. Also
Also warte. Ja, hier ging es halt nicht unbedingt weiter. Dafür fehlt uns ein Schlüssel. Wobei. Da stand rein theoretisch nicht explizit, dass wir einen Schlüssel brauchen. Das gucken wir uns noch kurz an. Und bitte lass jetzt keine Hunde draußen sein. Ich vermute allerdings, dass da schon Hunde sind. Von der anderen Seite verschlossen. Wie kann die von der anderen Seite verschlossen sein? Da ist keine Tür sonst. Also wir müssen Platz im Inventar haben. Einfach nur, damit ich das später nicht mehr machen muss. Die räumen wir dann auf. Da muss ich hier zumindest nicht mehr raus. Damit wäre hier nämlich das Gartenstück abgeschlossen. Dann schaue ich hier kurz auf der Karte. Das ist natürlich nicht abgeschlossen. Ich vermute immer noch, es ist der Sarg. Ja. Ganz bestimmt ist es dieser Sarg. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ja. Und weiter. Und weiter verstehe ich nicht. So, ich packe uns jetzt erstmal wieder in unseren Safe-Raum. Für mein Gewissen, da kann ich... Ja, ich könnte speichern, wobei... Ich will mir meine Farbbänder halt echt noch aufsparen. Ich habe Angst, dass sie uns die nicht reichen. Ich glaube, so zwischen den Folgen stehe ich hier auch sicher. Dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Und vielleicht kommen wir dann auch endlich mal ein Stückchen weiter. Uiuiui. Ui, ui. Ja, bis morgen und mach's gut. Ich grusel mich jetzt noch ein bisschen weiter. Ciao.